Die Cold Steel Spätznass-Schaufel, die habe ich schon einmal vorgestellt, ist ein absolut geniales Teil. Aber die gibt es auch in einer größeren Version. Und wenn du wissen willst, was mein Langzeittest sagt und wie es ausschaut mit diesem großen neuen Teil, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop bei Oleskund. Schön, dass du dabei bist, da ist sie nun. Und das ist übrigens schon mein zweites Modell, weil das andere Modell, das ist irgendwo verloren gegangen. Diese Spätzner-Schaufel, dieser kleine Spaten, der ist einfach irrsinnig genial und der gehört zu meinen Lieblingen. Da gibt es auch einen Nachbau, der genauso in Ordnung ist. Aber das Original, Cold Steel ist halt das Original. Und eines ist klar, das ist hier ein billiges Eigenwerbevideo. Also, weil die gibt es alle bei mir im Shop, also das muss ja klar sein. So, jetzt gibt es aber auch eine große. Weil ich immer wieder den Kommentar kriege, naja, die ist eh super, aber sie ist viel zu klein, die ist zu kurz und zum Arbeiten, zum Mitnehmen, ja. Aber wenn ich stationär irgendwo bin, und deswegen gibt es das Teil auch in groß. Wenn du jetzt den Größenvergleich dir anschaust, da tut sich schon einiges. Und auch das Blatt, ja, das Spatenblatt oder Schaufelblatt, schau mal her, auch das ist deutlich größer. Das heißt, das ist zum Arbeiten noch einmal eine Stufe besser. Was ich an diesen Teilen einfach so super finde, ist, dass die Multifunktionalität da ist. Beide Seiten sind angeschliffen, das heißt, es ist auch zum Hacken gut geeignet und das ist natürlich ein echter Hit. Diese Spätzner Trench Schaufel, ja, die ist natürlich nicht unbedingt für den Spatengang, naja, wie soll ich sagen, also wenn du unterwegs bist, diesen großen Spaten mitnehmen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, außer wenn du weißt, dass du ihn brauchst aus irgendeinem Grund. Aber natürlich hast du noch einmal einiges an Hack- und Spaltwirkung mit dabei. Also das Ding ist absolut, absolut toll. Ich habe jetzt damit noch keine Erfahrungen, aber da das gleich verbaut ist, mit zwei dicken Schrauben verarbeitet, bin ich mir sicher, dass das Ding genauso, ganz genauso performant ist wie die Cold Steel Spätzners Schaufel. Also allein einmal das, dass man mal das tun kann, ja, das finde ich super. Aber natürlich so ein Spaten, der ist zum Spatifizieren da, oder ich würde das auch vielleicht Graben nennen. Ne? Und da ist natürlich, der Boden ist auch leicht gefroren, nicht ganz, aber leicht. Sonne kommt jetzt ein bisschen raus, aber ja, schau mal her. Also das macht natürlich mit dem großen, mit dem langen Stiel viel mehr Spaß und auch da jetzt zum Beispiel solche kleinen Ziegel rauszuarbeiten, macht mit dem großen logischerweise mehr Spaß. Aber mit dem kleinen auch, nur musst halt dann in die Hocke gehen oder knien. So, und schon ist er fertig, der Erdziegel. Und jetzt könnte ich hier hinkacken. Ja, oder sonst irgendwas tun. Und dann geht's schon los. Ja, der Fuchsi hat sich ein bisschen aufgeregt. So ist er halt, unser Fuchsi. Also ich kann dir nur sagen, dass wir mit dem kleinen Spaten, Tobias und ich, die Erdhaufen von den Maulwürfen zusammen gesammelt haben und ausgegraben haben, weil die Erde, die da rauskommt, ganz, ganz fein ist. Das haben wir im Frühjahr gemacht, um unsere Hochbeete damit zu befüllen. Also da hat der Tobias eine dieser Schaufeln verloren. Das kann passieren. Aber jetzt haben wir auch die große dazu. Die werde ich auch in den Langzeittest nehmen. Aber ich kann jetzt eines schon einmal vorweg sagen. Die Dinger sind einfach irrsinnig genial. Aber es gibt noch was. Ja, man kann damit auch einen Baum fällen. Mit dem Teil. Ich bin hier auf waldurlaub.at. Dieser Baum hier ist, dieser Baum ist unterstandig, wie man das so schön sagt, also der ist, alle anderen Bäume sind viel höher, aber der da, der ist tot, der ist schon abgestorben, der lebt auch nicht mehr, der ist kein Frischholz mehr und den werde ich jetzt fällen mit diesen beiden Spaten hier und den werden wir dann klein machen und dann werden wir einheizen. Wichtiger Punkt natürlich, ja, bitte nicht irgendwo irgendeinen Baum umhacken, einfach so zum Spaß. So, da wird sich jetzt ganz einfach zeigen, dass dieser lange Stiel massive Vorteile hat. Macht so Spaß.
Das einmal mit dem Großen. Und der Kleine liegt natürlich besser in der Hand. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber da hast du einfach nicht so viel Zug. Ich ganz klar, ich meine, allein diese Länge hier. Diese Spaten sind natürlich nicht ideal. Eine Axt ist eine Axt. Aber Axt ist kein Spaten. Das heißt, das ist ein Multitool, ja, in dem Fall hier. Jetzt mache ich mal eine kurze Pause und zeige dir, wie diese Schnittflächen ausschauen. Und da sieht man natürlich, das schaut aus wie runterbissen. Ja, so. Eh ganz klar. sind Spaten. Und natürlich keine Axt. Da wird das alles viel glatter und schöner und nicht so ausgefahren. Aber zur Not geht das. Wir werden dann auch gleich über das Nutzungsfeld sprechen. Aber jetzt haben wir den Baum noch um. Also ich bin ja der Meinung, mit der kleinen geht's genauso gut. Aber wenn ich schon die große habe, dann benutze ich sie auch. Ja, die hat schon mehr Zug. Deutlich. Oh, da. So. Benni, wenn du mir zusiehst, ich weiß, das ist nicht fachmännisch. Das macht schon Spaß. Cool. Ja, jetzt habe ich vorher groß geredet, wie man in Österreich sagt. Aber die Kleine ist auch cool. Sie ist eh cool. Aber ich glaube, du hast es jetzt selber auch gesehen. Am Schluss also mit der Großen. Das macht richtig Spaß. Ich meine, schau dir das an. Ich habe das beim letzten Video auch schon gesagt. Das ist halt nichts zum Spalten. Also so richtig spalten, weil ich... Das ist einfach ein Blatt aus Stahl. Und da ist kein... Spreizung dabei. Das ist halt der Nachteil. Aber wo sehe ich diese Teile eigentlich im Einsatz? Schau, wenn du nicht allzu viel Ausrüstung mitnehmen willst und beschränkt Tätigkeiten durchführen musst. Was meine ich damit? Also dieser Spätzner-Spaten, ich mutmaße das, und ob das jetzt der echte Spätzner-Spaten ist, das ist mir jetzt auch egal, das kann ich alles nicht beurteilen. Der Punkt ist jetzt der, ich möchte ein Teil mitnehmen, das alles ein bisschen kann. Nichts perfekt, aber alles ein bisschen. Denn ein Spaten zum Beispiel, wenn man wirklich viel Erdarbeiten macht, dann würde ich den gerne aufstellen können, ne? Dass man reinhacken kann, dass man rausziehen kann. Wie das zum Beispiel der Glockspaten oder auch der Bundeswehrspaten macht. Ne? Das habe ich hier nicht. Das ist ein sehr einfaches Konstrukt. Extrem stabil. Dafür kann ich auch wirklich hacken und hauen. Das kann ich mit dem Glockspaten nur bedingt. Das kann ich mit dem Bundeswehrspaten auch nur bedingt. Das hier. Und da werden wir jetzt viele widersprechen, und schreib mal ruhig einen Kommentar, wenn du das magst, ist gut. Aber es ist einfach so, dass das System hier einfach stabiler ist. Ich kann damit hacken, ich kann damit spalten, und das ist der große Vorteil dabei. Das heißt, es ist ein All-in-One-Tool, das alles ein bisschen kann, aber nichts wirklich so richtig gescheit. Wenn du das willst, dann brauchst du zum Beispiel den Bundeswehrspaten oder den Glockspaten. Billige Eigenwerbung natürlich, das gibt es alles, was ich dir jetzt hier erzähle, gibt es bei mir im Shop schon mal vorbei.
Oder ich nehme auch von Cold Steel zum Beispiel die Trail Axe, ja, butsch, butsch, mit dem spaltest du und hackst du, aber damit kann ich halt dann wieder nicht graben. Ja? Also, das ist die Idee. Und jetzt auf den Punkt gebracht, für wen? Weil mich auch Leute immer wieder, auch auf Instagram, immer wieder fragen, Bugout Bag und so weiter. Also wenn du, also ich bin ja ohnehin der Meinung, dass so Bugout so und ich bleib ewig im Wald sowieso unrealistisch ist, aber wenn das für dich ein Thema ist, wenn du auf das stehst, dann ist dieses Teil hier sicherlich eine coole Sache, weil du kannst mit dem alles ein bisschen machen. Weil wenn ich mir jetzt denke, sehe ich bei Bugout-Packs, ja, wenn die so ein Loadout machen, zum Beispiel auch auf Instagram oder sonst wo, und da ist dann der Bundeswehr-Spaten und eine Axt und eine Säge. Und dann denke ich mir, wer tragt das? Wer soll das tragen? Ja? Das muss ein Teil, muss alles können, aber nicht perfekt, aber besser als gar nicht. Und wie wir gesehen haben, kannst das. Mit einer Axt wäre es noch schneller gegangen. Ich hätte weniger Energie gebraucht. Aber wenn ich als Waldarbeiter rausgehe, werde ich nicht die Schaufel mitnehmen da, diesen Spaten, egal ob groß oder klein, werde ich nicht tun. Ne? Da habe ich ein richtiges Werkzeug und ich habe mittlerweile auch Kettensägen, wie ich so mitgekriegt habe. Aber egal, egal. Ja? Nur so von der Idee her. Das heißt, immer dann, wenn Gewicht eine Rolle spielt, dann ist das hier eine Überlegung wert. Und zu guter Letzt noch, weil mich diese Frage am Anfang, bevor wir dieses Produkt hier jetzt genommen haben, auch umgetrieben hat, warum soll ich mir den langen nehmen? Und der Tobias hat mit dem jetzt schon gearbeitet, während ich was anderes gedreht habe und hat wieder genau das, weil er nämlich gehört hat, dass Maulwurfshügeln einsammeln und da ist ihm das wieder eingefallen, dass das cool ist. Er macht das irrsinnig gerne und er hat gesagt, Papa, sag den Leuten, dass man sich mit dem nicht so weit bücken muss und dass daher cool ist. Also, wenn du nicht so mobil bist und wenn du ein bisschen stationärer bist und das Gewicht nicht die große Rolle spielt, dann nimm den Großen mit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch der ist eigentlich leichter als ein Bundeswehrspaten. Aufpassen! Immer aufpassen. Hat aber mehr Zug drauf. Puh. So schnell kann es gehen. Schreib mal einen Kommentar. Gib mal einen Daumen nach oben oder auch nach unten, ganz wie du magst. Ja, ich gebe da den Link in meinen Shop. Da kannst du den großen, den kleinen Bundeswehr oder auch den Glockspaten kaufen, wenn du das magst oder auch nicht. Ich gebe dir auch den Link auf Amazon, wenn dir das lieber ist. Schreib mal einen Kommentar, Abo dalassen, da geht's in den Shop, ein anderes Video. Es hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald und immer aufpassen.